Hey Kinders, was geht bei euch ab? Willkommen zu einem weiteren CSGO Matchmaking hier auf Mirage. Der Downrank kam letztes Mal nicht. Alle haben danach gefragt, hey, du hast den Rank gar nicht gezeigt. Warst du jetzt gedownt? Nein, ich war selbst sehr überrascht, dass der LE noch da ist, weil ich jetzt auf diesem Account halt... Ich glaube, ich habe jetzt 5, 6 oder gar 7 Loses in Folge. So circa. Hey. Das heißt, dieses Spiel wird es jetzt wahrscheinlich dann letztendlich entscheiden. Mal gucken, ob das Team labert. Okay. Hallo Team. Sie sprechen schon mal alle, glaube ich. Oh Gott. Alter, was ist mit ihm los? Er spielt auf einem Moped während der Fahrt. Oh, 3A, das ist doch schon wieder an den Haaren herbeigezogen. Schauen wir mal, was so geht. Oh, nur noch 2. Sehr gut, sehr gut. Sehr schön, sehr schön. Oh mein Gott, was? Was habe ich denn jetzt hier für Barackler am Start? Jungs, nett, gell? Englisch. Das war uns da direkt richtig verstehen, gell? Achtung, Vorsicht, der hat eine Hell of a Shot. Hat er drauf. Fuck. Oh, Scheiße. Oh, um Gottes Willen, 3 HP. Er scheint vom Luck gesegnet zu sein. Sie klingen im Unterton schon so ein bisschen affenmäßig. Also so von wegen, wenn es mal dann schlechter laufen sollte, dass sie komplett hochdrehen. Also vor allem dieser Gelbe wirkt so wie ein richtiger Homunculus. Aber es muss nicht sein, muss nicht sein. Aber mittlerweile hat man dann doch so viele... Dass man die Leute so circa einschätzen kann, wie schnell sie hochdrehen. One shot. Vielleicht sollte einer geschwind auf A gehen, oder? Ach, guck mal, wie sie sich Short hintereinander stellen. Und dieser räudige Lackvogel bekommt natürlich auch dann diese Kills, weißt du? Guck mal, wie er schon anfängt zu schreien. Aber mit der Runde wird der Kick wohl nicht durchgehen. Falls man ihn versucht, jetzt kicken zu wollen, würde der nicht durchgehen. Weil die anderen ähnlich wirken. Smoke, ey. 2-3. One low. Oh, he's down. Nice. Guck, wie ich die Assis einsammle. Meine Nate war wieder... Gucken wir mal, was so passiert. Ne? Das eben war ja ziemlich nett, dass ich da das ganze Team angenadet habe. Wäre eine zweite Nate von der Mate gekommen, zack. Mindestens 3 Kills. Palace is open. Orange attention. Ah, behind. Wir machen eine kleine Eco-Runde. Ich push mal mit ihm oben durch. It's sexually big, guys. It's sexually big, guys. Hab ich verstanden. Dude, they're going on B. Sexually. Und down mit. Jetzt bin ich echt gespannt. Wenn die wirklich B gehen... dann wäre das wirklich passend für Grün. Und sie kommen. Gelb, du Bock. Ah. Ich habe es ihm eben schon geschrieben, dem Gelben, dass er bitte aufhören soll, die ganze Zeit zu quaken. Er sagt ja und er quakt einfach weiter. Also er ist durchgehend am Labern. Und wartet's ab, wenn die Runden schlechter werden oder er sieht, wie jemand einen Fehler macht, dann rastet er komplett aus. Aber solange wir als Team zumindest die Sachen durchcallen und halt gescheit machen, passt das. Oh nein! Warum denn? Schon wieder schlägt das Luck bei ihm zu, wie vorhin die zwei, die einfach hintereinander standen und sich im Arsch gepult haben. Naja, ich würde natürlich gerne anschließen an unser, ich glaube, Lowgame gestern im Livestream. Da haben wir nämlich ganz prickelnd gespielt. Wäre schön, wenn ich hier auch so hasseln könnte. Morgen ist auch wieder Livestream, also am Donnerstag um 18 Uhr, ihr wisst Bescheid. Das wird natürlich wieder ein Riesenspaß, ist klar. Irgendwie kamen sie nie Palace, vielleicht machen sie es jetzt. Alter, neben mir ist offen. Ah, fuck. Bombe ist down auf B, dann gehe ich direkt rüber. Ich habe überhaupt niemanden gesehen. Weil die Flash jetzt gerade für mich bestimmt. Warum ist der eigentlich auf meiner Posi, der Sack? Was soll denn das? Ich rotiere mal auf B, der ist alleine. Nee, jetzt nicht alle auf B. Ach, ihr seid Affen. Ihr seid echt Affen. Irgendwo ist einer angesagt und alle rennen hin. Weißt du, B war alleine, ich wollte ihm helfen. Und dann rennen mit mir einfach 2. Komm, B. Low HP, man, hello. Man, hello. Es fängt schon an. Er hat eben gesehen, dass der Kollege auf Mitte wohl den Low HP nicht getroffen hat und er legt schon los. Das sind diese Leute, die viel zu emotional an das Spiel rangehen und dann halt, instant ausrasten. Wenn das mal nicht so läuft, wie es laufen sollte, nach ihren, Wünschen. Pass auf, wacht. Jetzt versuche ich mit der P90 mal einen kleinen Ruschel. Au. Aha. Surprise! Und das HP. War, glaube ich, eine mittelmäßig gute Ausbeute. Immerhin konnte ich die 3 ansagen. Bömmchen ist auch down, sehr schön. Einer gekillt und NRO gefugelt. Aber ich hätte nach dem ersten Kill möglicherweise zurückgehen sollen. Immerhin wussten sie ja, dass ich jetzt gleich komme. Oh, und da ist mein Assist gefallen. CT. Warum sagt er denn ey? Merkt ihr was? 2 Hundeböcke detected. Dieser Xandes und der Shami oder Shami oder wie der heißt. Sind schon mal im Sack zum, ich sag mal. Oh, schade. Shami, du vertrottelter Affe. Weißt du, er macht so eine Scheiße. Dieser Shami, Shami, Simsalabimsalami. Und meint aber, er kann Leute voll meckern. Oh, Gottes Willen. Oh, 4? Ah, was ist hier los? Und dann bist du der Gearschte, weil du rotierst und dann irgendwie in die Scheiße reinrennst, ne? Und dann rechtzeitig verreckst oder frühzeitig, nicht rechtzeitig. Das ist es. Dann sammeln die anderen von hinten ihre Low-Frags, ne? Also so wie er jetzt hier einfach 3 Kills in den Rücken gebollert.
Merkst du was? Jetzt hat er sich halt 3 Kills gesnackt, die ihn schön oben in der Liste stehen lassen, aber wertvoll waren die jetzt halt nicht. Aber darüber habe ich ja schon einen ganzen Podcast gemacht, über den Wert von Kills und so weiter. Und ich dümpel jetzt hier rum mit No Cash und habe immer wieder Scheißwaffen. Ich glaube, ich gucke jetzt auch einfach nur nach mir. Also hole jetzt einfach Kills und guck nicht nach dem Objective, guck nicht nach dem runden Sieg, sondern nur nach meiner eigenen Platzierung auf der Liste. Ach, guck mal da, ich laufe alleine rum und schon habe ich eine AK, sehr schön. Boom, verstehe ich mich. Merk Spaß. Reloading. Und direkt mal 2 Kills gemacht, ne? Wenn du einfach rumdödelst, gibt es zwar trotzdem keinen Sieg, aber immerhin hat man eben Kills, ne? Die verkackte Statistik aufbessern, auf die dann scheinbar alle so geiern und so gieren. Es reicht eigentlich schon eine Person, die so herangeht und schon hast du viel schlechtere Karten, das Spiel halt im Gesamten zu gewinnen. Und wenn es 2 machen oder gar 3, also er hat jetzt immer noch 2 Leute gegen sich und hat jetzt eben 3 gekillt oder sowas, aber es bringt uns ja nichts als Team, ne? Wenn er einfach abwartet, bis wir alle tot sind, um dann ein paar Kills zu holen. Und dann macht er... Und als Schlusssatz, um das Ganze abzuschließen, die Leute meinen dann, dass sie gut seien. Das wird jetzt ein heißes Ding mit den Jungs, weil wir jetzt ordentlich gedrückt bekommen. Ich weiß nicht, ob wir hier durchkommen durch die Cities, vor allem nicht mit diesem, ich geh mal Palace und warte, bis meine Mates tot sind und dann gucke ich, ob ich noch was holen kann. Warum sind wir jetzt alle Mitte? Was ist denn hier los? Er hat irgendwie Mitte angesagt. Naja, komm, ich bleib jetzt einfach beim Pulk. Knack da down. Window down. Guck ihn dir an. Aber der Rank ist noch da, so. Er scheint wohl doch recht fest zu sitzen. Aber das nächste wird dann wahrscheinlich entscheidend. Ach, guck mal da, und das sind erst jetzt 4 Loses am Stück. Erst jetzt. Da muss ich einfach mal schauen, wie das nächste Spiel wird. Also die Mates waren jetzt halt wirklich unter aller Kanone, diese 2 zumindest. Aber natürlich mussten mal wieder Hundeböcke kommen, das ist klar. Ich glaube, die letzten 3 Teams waren sehr geil. Bis auf diesen einen von letztem Mal, den wir direkt gekickt haben. War ja sonst durch die Bank weg nur cooles Material am Start, was das Team anging. Das heute jetzt halt, naja. Aber trotzdem sollte man das Spiel vielleicht nicht aufgeben. Ich habe zwar vorhin demonstriert, dass man meistens viel mehr Kills bekommt, wenn man halt nicht auf das Objective spielt, sondern für sich selbst auf Kills geht. Dann kann man reinreißen, aber darum geht es ja nicht. Am besten sollte man sich vorstellen, oder vielleicht sogar updaten, dass es kein Leaderboard gibt. Also, dass es ein Board gibt mit dem Geld. Und das ist nach dem Alphabet sortiert, aber es gibt keine Killanzeige, keine Assists, keine Punkte und so weiter und so fort. Das könnte dem Ganzen vielleicht etwas Abhilfe schaffen, weil es keinen Vergleich gibt von wegen und hin und her. Wenn jetzt halt 4 Teammates nur noch Scheiße spielen, also halt auf Kills gehen, dann muss man, glaube ich, als Einziger auch nicht am Objective festhalten, sondern kann dann natürlich auch gucken, dass man halt irgendwie noch irgendwas reinholt, wie auch immer. So wie es einem halt besser dann passt. Wir sehen uns dann morgen im Livestream. Vielen Dank fürs Zusehen, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.